Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, es ist heute mal wieder Challenge Day. Und zwar werde ich heute die Upside Down Team Challenge machen. Also ich werde hier mit dem Upside Down Team, was ihr im Hintergrund seht, spielen. Und ja, Upside Down, falls ihr es noch nicht wisst, ist halt einfach, man spielt den Torwart hier vorne im Sturm und dann die beiden ZOMs als Innenverteidiger, die Innenverteidiger als ZOMs. Also sind alle auf verschiedenen Positionen, auch jeweils die Außen. Wurde das Ganze einfach gedreht, nur Gabi bleibt hier in der Mitte. Ihr seht, spanisches Team haben wir hier komplett und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in ein Spiel und dann, ja, schauen wir jetzt halt mal, was so draus wird mit diesem Upside-Down-Team. Ein paar YouTuber haben die Challenge auch schon gemacht, aber naja, ich werde mal schauen, gegen was für ein Team wir jetzt halt hier drankommen. Vielleicht finden wir auch jetzt gleich einen Gegner, jawohl. Oh mein Gott, mit den mit den Salzburg-Trikots, aber Red Bull, das heißt ja schon mal alles. Also der Gegner ist hier ein richtiger Hurensohn, natürlich, ja, also von den Leipzig-Sachen, ne, also von Red Bull. Mit dem ganzen Kommerzverein und so. Natürlich kenne ich den Gegner jetzt nicht und weiß natürlich auch nicht, was für ein Hurensohn er denn in Wirklichkeit ist. Aber auf jeden Fall hat er hier so ein Bundesliga-deutsches und englisches Team mit Cameron Jerome vorne im Sturm. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das Ding da so spielen lässt mit Pepe Reina da vorne im Sturm. Okay, hier schon mal Koke und am Ball, so Alex Vidal heißt er, der rechte Mittelfeldspieler von Barcelona, den wir jetzt aber als Linksverteidiger spielen. So, jetzt hat unser Linksverteidiger, oh mein Gott, das leckt schon wieder heftigst, Balenciaga. So, und da ist Inigo Martinez, der Innenverteidiger. So, Alter, was leckt die Scheiße jetzt so? Komm, push dich mal. So, wo können wir hin? Da ist Reina. Der wartet natürlich, braucht er Ewigkeiten, bis der da am Ball ist. Oh, ich glaube, das wird richtig schwer, dieses Match hier zu gewinnen oder zumindest mal zu versuchen zu gewinnen. Und da ist jetzt Calhanoglu auch schon gleich frei durch, aber war dann doch zum Glück abseits. Da, ja, das Problem ist einfach auch, die Innenverteidiger, also die ZOMs, die wir als Innenverteidiger spielen, sind nicht besonders wirklich groß mit Aspas und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Und ja, so schnell ist die Abwehr jetzt halt, glaube ich, auch nicht von uns und eher da vorne mit Dyer, Jerome und so, alle weit über 90 bzw. 80 Pace. Na, jetzt kriegt er erstmal Freistoß. Trappe will hier ran. Aber wir verstellen mal die Mauer, dass der Keeper ein bisschen rüber geht, so. Und jawohl, Rodrigo, ja, den hat er sicher, der spanische Stürmer von, ich glaube, von Valencia. So, Inigo Martinez, Innenverteidiger, kann sich da nicht durchsetzen, haben ja auch keine Skills da vorne, die Leute. Also Skillen können wir eigentlich fast nur hinten, aber auch da jetzt nicht viele dabei, die ein paar Tricks können, aber so mega viele Skills kann ich ja auch nicht. Und Rodrigo hier mit der nächsten Glanztat, schon nach 10 Minuten, wird's hier richtig gefährlich und vor allem Calhanoglu, der für den Gegner ja öfter mal zum Abschluss kommen wird und dann mit einem nicht ganz so starken Keeper, aber Rodrigo, der wird ja der neue Manuel Neuer. Der ist ja richtig overpowered bisher. Das wird man ja noch sehen, wie das so wird mit so einem klasse Keeper da hinten drin mit Rodrigo. So, der hat jetzt auch den Abschlag, will ihn auf Reina bringen, sonst ist es ja meist andersrum. Reina will auf Rodrigo bringen, wenn man sie denn im selben Team spielt. So, Gabi, also wir verlieren eigentlich sofort den Ball, wenn wir ihn haben. Jetzt hat der andere Martinez, Javi vom Bayern, und Inigo verliert dann den Ball. Also das mit den ZOMs, das könnte wahrscheinlich sogar schon der Knackpunkt werden, weil die einfach den Ball überhaupt nicht mitnehmen können, überhaupt nicht behalten können. Vielleicht jetzt dann über die Außenverteidiger Koke und Balenciaga, glaube ich, heißt der andere, müssen wir vielleicht versuchen, ob was geht. Die können ja beide relativ gut schießen sogar. Also sollte das vielleicht ja hingehen. Naja, Reina, ich weiß es gar nicht, der hat 83 Abschlag, glaube ich, also gar nicht mal so schlecht, wenn man das zumindest so ein bisschen vergleichen kann mit den normalen Schusswerten.
jeden Fall hat er eine gute Shot-Power, die man mal ausprobieren kann. Und sonst, er ist ja relativ groß, kann man vielleicht über Kopfbälle gehen. Gutes Jumping haben die meisten Torhüter ja auch, weil sie ja immer in die Ecken müssen. So, und jetzt Martinez erobert sich den Ball. Und natürlich, das bringt nichts in diesem Spiel hier, Steilpässe zu bringen, denn wer soll die verwerten? So, Reyna wollte ja den Fake-Shot bringen, aber jetzt kriegt der Gegner Ball. Ich gehe mal auf defensiv, weil er uns da öfter schon überrennen will. Und Suarez dann, der ZOM, den wir als Innenverteidiger spielen, hat jetzt gut aufgepasst. So, Inigo Martinez auf Gabi. Gabi könnte der sein, weil er ist ja der Einzige mit voller Chemie. Könnte dann der sein, den wir brauchen. So, und jetzt Javi Martinez bringt die Flanke und da steht Gabi war's, aber er kommt leider nicht an den Kopfball ran. So, probieren wir es einfach mal, aber Kevin Trapp ist natürlich auch kein schlechter. Jetzt hat bei Paris konnte er sich ja gegen Salvatore Seri gut durchsetzen. Meiner Meinung nach überraschend, aber er spielt ja auch ganz gut. Bis auf das eine Mal, glaube ich, gegen Marseille, wo er so einen riesen Patzer gemacht hat. Oder Lyon, ich weiß es gar nicht mehr genau. Naja, liebe Herr Trapp ganz gut mit dabei. Und jetzt hat Pfosten, haben wir Glück gehabt, dass hier, ich weiß gar nicht, wer da drauf gehalten hat, dass der nicht ins Tor getroffen hat, aber nach 30 Minuten steht es immer noch 0-0. Er probiert es hier durch Longshots. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, vom Gegner viel über Longshots zu gehen. Ja, das wird man ja dann im Verlaufe des Spiels schon mitbekommen. So, Inigo Martinez auf Balenciaga. Und Balenciaga, der hat ja auch ein bisschen Dribbling, ne? Und der ist ja auch schnell, aber so pushen kann er sich gegen Durm dann doch nicht, dass wir hier zur Flanke kommen könnten. Ich sehe irgendwie auch, also Reyna hat da irgendwie low work rates oder so, der bewegt sich ja keinen Schritt in irgendeine Richtung. Nach hinten ja sowieso nicht, aber nach vorne auch nicht. Also müssen wir mal schauen. Aber jetzt hat ja defensive Variante. Gabi hier unser einziger zentrale Mittelfeldspieler. Ja, so, Boateng mit dem Versuch des Longshots, aber den konnte er nicht kriegen. So, Javi Martinez, eigentlich müssten wir die Bälle behaupten können. Ich meine, Javi Martinez, der Kerl ist 1,90 Meter groß und in der Luft ist es eigentlich sein Gebiet. So, Reyna jetzt hat mal, erstes Mal hat er den Ball nicht sofort verloren. Spielt jetzt nochmal oder wollte spielen. So, aber nochmal Reyna, spielt. Ah, da wollte er ihn auf Gabi bringen. Aber Bungert kam doch noch dazwischen. So, Aspas kommt da hin. Nein, Rodrigo kommt schön raus. Gabi, er gewinnt das Kopfballduell. Reyna wollte ich den Fake-Shot bringen, aber habe ich verkackt. Naja, es kann auch nicht immer klappen. So, Çalhanoğlu, jetzt spielt Martinez in die Füße. Gabi wurde da zu früh attackiert, bevor er hätte den Ball andersweitig verteilen können. So, und der Versuch war schlecht des Gegners. Ja, der Gegner scheint kein guter zu sein, wenn er hier nach der ersten Halbzeit gegen mich mit diesem Team immer noch kein Tor erzielt hat. Gut, vielleicht spielt er jetzt halt auch anders. Er probiert es ja, wie gesagt, über Longshots, aber naja, so, wieder Boateng. Martinez kommt da nicht hinterher, ohne ihn zu Fall zu bringen. Und jetzt gibt es nochmal einen Freistoß. Und er hat Çalhanoğlu. Und ja, Çalhanoğlu, das könnte so ein bisschen schwierig werden. Naja, wir schauen mal. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich die Mauer, aber Die hüpft hoch genug, die Mauer. So, und jetzt hat Reyna, setzt er sich durch. Nein, er verliert sofort wieder den Ball und Çalhanoğlu probiert, aber das war gar nichts. Ich denke aber fast, dass wir wieder offensiver gehen müssen, weil sonst passiert vorne einfach gar nichts, wenn wir hier ein Tor erzielen wollen überhaupt. So, Aspas holt das Ding hier schön, spielt dann auf Gabi und jetzt hat wieder Aspas. Und ich denke, wir hauen das Ding einfach mal hoch und weit raus, aber keiner steht da. Nur der Gegner ist auch zu blöd, um den Ball zu seinem Mitspieler zu bringen. Es ist die erste Halbzeit rum. Man sieht in der Statistik 11-2 Schüsse und 7-1 Schüsse aufs Tor. Wir haben sogar mehr Ballbesitz. Also daraus könnte man vielleicht mehr machen. Ja, aber sonst natürlich viel mehr Schüsse für ihn. Und sonst Passgenauigkeit bei 70%. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich bescheiden. Aber mal, mit so einer Chemie sind die Pässe auch eben nicht immer so nicht so von großer Bedeutung. Nicht wirklich stark, so, und Sakko. Jetzt will er gleich losgehen vom Anstoßpunkt. Es geht ja wieder.
vom Anstoßpunkt so ein bisschen durchzurennen. Aber jetzt kriegen wir sogar mal einen Freistoß und führen den gleich mal schnell aus auf Gabi. So, Gabi, spielen wir mal rüber auf Johnny. So, Johnny, der linke Mittelfeldspieler bzw. rechte Außenverteidiger jetzt für uns und holt wieder einen Freistoß raus. So, holen wir mal einen ran hier. Balenciaga müsste das sein, genau. Johnny darf jetzt nochmal auf die Reise gehen. Wir probieren es einfach mit der Flanke mal. Und ist da wer? Er kommt zumindest nicht hoch genug, nicht an Rüdiger vorbei. So, Reyna. Überhaupt nicht im Spiel bisher, auch wenn er den Ball gerade schön geholt hat. So, kommt Reyna jetzt zum Schuss. Reyna gegen Rüdiger. Und da ist Rüdiger natürlich frühzeitig zur Stelle. So, Gabi geht hier schön vorbei, kann jetzt die Flanke bringen, aber Arnold ist dann doch zu früh im Weg, sodass er nicht mehr die freie Flankenbahn hatte, um da den Ball gut in die Mitte zu bringen. So, und jetzt kommt er wieder mit Pace über die Außen, mit Dyer, versucht die Flanke und da steht Jerome. Und was macht der denn da? Also den hätte er wirklich treffen können, wirklich reinmachen können, da kommt er frei zum Kopfball und trifft mal dezent ein paar Meter neben das Tor. Und Aspas hier, genialer Innenverteidiger. Nicht, natürlich. Aber naja, Balenciaga kann er ein bisschen über sein Tempo kommen. Am Durm war er vorbei. Aber wir kriegen die Ecke. Die erste Ecke. Und wir haben ja eigentlich ganz ein paar große Spieler. Hier ist der erste, Suarez. Bringt den Ball in die Mitte. Aber da kommt er nicht hoch genug. Ich weiß gar nicht, wer es war. Und jetzt Reyna mit dem Schuss. Und er geht nur ganz knapp. Okay, es waren ein paar Meter über das Tor. Aber das war doch schon mal die erste Chance, die wir hier hatten. Auch wenn, ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte war, den Kopfball nicht wirklich getroffen hat und Reyna dann auch nicht zum Abschluss aufs Tor gekommen ist. Aber, naja, so jetzt wieder Arnold, der Gegner. Wir holen uns den Ball. Inigo Martinez auf Balenciaga. Aber Reyna steht im Abseits und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr hinterhergehen. So, kriegen wir den Ball. Nein, Jerome gewinnt das Kopfballduell, aber nein, Alex da auch nicht am Start, also Alex Vidal. Und jetzt hat Arnold nochmal mit einem Schussversuch, aber der geht wieder neben den Kasten von Rodrigo, unserem spanischen Torhüter. So, wir holen uns den Ball, Koke verliert den wieder. Oder ich weiß gar nicht, spricht man den eigentlich Koke aus, obwohl man eher mit C spricht? Also den anderen Koke von Atletico, den spricht man mit K aus, also Koke. Ja, aber keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall gerade wieder Kopfballversuch vom Gegner mit Çalhanoğlu. Wieder trifft er das Tor nicht. Und jetzt kommt da Inigo Martinez vorbei. Nein, kommt da nicht, aber... Naja, so... Der andere Martinez, Javi Martinez. Hier bringt den Ball schön auf Koke. Und Koke mit der Flanke. Trapp ist da, sonst wäre er zur Stelle der andere Martinez, der Inigo aus der spanischen Liga BBVA. So, Balenciaga zurück auf Johnny, der kommt nicht an den Ball. Und jetzt hat Sacco freie Bahn. Wenn er mir mal Suarez geben würde, aber der Pass war schlecht getimt vom Gegner. Und Suarez ist zur Stelle. Will das Ding raushauen, aber wir kriegen den Einwurf. So, Balenciaga auf Johnny, dann nochmal auf Inigo Martinez. Balenciaga geht, aber dann kann er den Ball nicht gut mitnehmen. Aber Martinez arbeitet auch gut mit nach hinten, sodass wir das Ding hier sicher haben. So, Vidal wieder schön am Ball. Reyna wird hier gelegt und wir kriegen den Freistoß. Bungert meinte, da von hinten reingrätschen zu müssen und sieht auch die rote Karte. Also, vielleicht ein Vorteil jetzt von uns. Der Gegner nur noch mit einem Innenverteidiger unterwegs. So, aber wenn wir uns jetzt hier nicht das Gegentor fangen, das könnte nämlich der Fall sein. Aber kommen wir dahin mit Johnny. Der spielt auf Rodrigo und der macht es geklärt wie ein perfekter Keeper, würde ich mal sagen. So, Reyna gewinnt das Kopfballduell, verliert aber dann wieder den Ball. Suarez raus auf Koke. Und Koke, der hat jetzt erstmal Platz. Der hat mal Platz. Jetzt spielen wir... Wollten wir den Ball vor auf Reyna spielen, aber... der ist da einfach zu unbeweglich vorne in der Spitze. Kommt da die Grätsche? Nein, die Grätsche kommt nicht. Und Rodrigo wieder mit einer Glanztat. Das ist ja krass, was der Kerl uns da heute rausholt. So, Kopfball, der geht nicht aufs Tor.
auch wenn Kevin Prinz Boateng dieses Kopfballduell gewinnt. So, Martinez gewinnt unseres leider zumindest nicht so, dass er den Ball zu einem unserer Mitspieler bringen kann. Und jetzt ist er wieder mit Flanken dran und da wollte Rodrigo rauskommen. Und der ist natürlich kleiner als Jerome. Kriegt er die Arme nicht höher als Jerome und da köpft er uns das Ding noch rein. Ja, das ist schade jetzt. In der 80. Minute kriegen wir das Gegentor. Jetzt gehen wir mal auf sehr offensiv, dass wir da vielleicht doch noch was holen können, auch wenn es jetzt halt wieder zu laggen anfängt. So, Gabi raus auf Balenciaga, der auf Martinez wieder. So, Balenciaga geht nochmal eine Runde. Wir gehen in die Mitte, das hat er schön gemacht. Das hat Balenciaga schön gemacht. So, jetzt kommt die Tiltgrätsche. Balenciaga, schieß! Trapp hält das Ding. Ich hätte früher schießen sollen, aber dann kam der Leck. Oh nein, das wäre die Riesenchance gewesen für uns, nochmal ranzukommen. Und jetzt hat er die Chance hier, mit Dyer uns davon zu rennen. Das macht er auch und Rodrigo hält erneut. Rodrigo hält uns vielleicht noch die Chance zumindest offen, da nochmal ranzukommen, noch das Unentschieden mitzunehmen. Noch wenigstens einen Punkt, auch wenn es nur ein Einzelspiel ist. So, Arnold, was macht er jetzt? Bellt lang den Ball, probiert es dann zu schießen oder geht knapp neben das Tor. Rodrigo macht da keine Anstalten, sich zu bewegen. Aber naja, so. Jetzt hat Inigo Martinez und Gabi spielt raus auf Koke. So, jetzt hat Koke nochmal auf Martinez. Aber kommt nicht hin, kommt nicht an Diekmeyer vorbei. Aber Johnny tut das auf der anderen Seite. So, Gegner ist ein bisschen tilty. Momentan packt er die Grätschen raus, aber der Pass war sowas von schlecht. Genau in die Füße von Rüdiger rein. So, aber nochmal die Chance. Inigo Martinez. Johnny jetzt hat am Ball. Johnny. Immer noch Johnny, der vergisst da den Ball. Johnny schießt, oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? Der ist bestimmt Linksfuß. Das war die Chance erneut. Da hatten wir zwei große Chancen und beide verpassen wir. Beide von der rechten Seite da reinzurennen. Jetzt vielleicht nochmal der Versuch. Nochmal Johnny. Und der spielt jetzt nochmal auf Balenciaga. Und mein Mund wird immer trockener. Und der Keeper ist draußen. Und wir schießen. Und da klärt Diekmeyer kurz vor der Linie. Oh, Johnny, vielleicht nochmal die Flanke. Aber die ist zu weit zurück. Und Sakko klärt. Das war ja noch der Stürmer. Jetzt spielt er hinten im 16er. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Und das war eine enge Partie, wir kamen fast nochmal ran, der Gegner hatte fast keine Chancen, wäre übertrieben, er hatte viele Chancen, aber am Ende hat er da nur eine gemacht, es gab 20 zu 6 Schüsse, also von wegen, der Gegner hat keine Chancen gehabt. Naja, ja, das war's jetzt heute von diesem Video, wir konnten leider nicht gewinnen, aber trotzdem, wenn euch das Video und dieses Format mit so ein paar Challenges gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Like da und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann verpasst ihr auch nichts mehr auf unserem Kanal von FIFA 16 Videos. Da wird auf jeden Fall jetzt halt noch mehr Content kommen als jetzt halt am Anfang. Da mit Schulstress und so. Aber naja, also lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.